Nur 8% der Personen in der Schweiz sagen, sie würden regelmäßig Velo fahren. Es braucht verschiedene Aktionen, um die Leute aufs Velo zu bringen, vor allem auch Jugendliche. Und für das eignet sich der Velo-Mittwoch bestens, denn es gibt Preise zu gewinnen. Es ist spielerisch, es ist einfach mit einem App. Man muss Start drücken, 3 Kilometer im Minimum Velo fahren und schon kann man am Wettbewerb teilnehmen. Es ist klar, es ist dasselbe Ziel wie bei Bike to Work zum Beispiel. Dort machen 55.000 Leute mit, gehen mit dem Velo zur Arbeit. Und es ist klar, dass wir mit dem Velo-Mittwoch auch so viele Leute erreichen wollen, die eben, weil sie Preise gewinnen können, extra aufs Velo steigen. Ich würde sagen, es richtet sich an alle. Er richtet sich an alle. Aber speziell würde ich sagen, all die Leute, die für kurze Strecken das Auto nehmen. Ein Drittel aller Strecken sind kürzer als 3 Kilometer. An die möchte ich mich richten. Die sollen doch aufs Velo steigen. Dann können sie sogar noch bei einem Wettbewerb mitmachen, wenn sie 3 Kilometer fahren. Und wenn wir die alle auf dem Velo hätten, gäbe es keine Staus mehr in der Schweiz. Und das wäre das Ziel. Also ich habe nur ein Velo, ich habe kein Auto. Ich fahre eh am Mittwoch immer Velo. Ich würde gerne mitmachen, denn es sind tolle Preise zu gewinnen bis Ende Jahr für 27.000 Franken. Aber als Präsident von ProVelo Schweiz darf ich leider nicht mitmachen.